Ein herzliches Willkommen zu einem Video von Heyday. In diesem Video möchte ich euch zeigen, was ihr tun könnt, wenn ihr den Farmpass nicht kaufen könnt, es fehlerhaft ist oder wie ihr zumindest euer Geld zurückbekommt. Da lädt auch Heyday schon die ganze Zeit neu, das ist auch so ein komischer Fehler aktuell. Ja, ich zeige euch jetzt erstmal, wie ihr den Farmpass kaufen könnt. Ihr geht einfach oben rechts auf das Plus bei den Diamanten, da seht ihr dann Farmpass kaufen, da könnt ihr draufklicken und dann sollte es laden, so wie jetzt hier zu sehen, dann Zahlung erfolgreich. Sollte es nicht klappen, dann bleibt es da weiter bestehen. Also ihr seht dann jetzt, würde jetzt hier immer noch Farmpass kaufen stehen. Aber da es jetzt nicht mehr da steht, ist der Farmpass dann gekauft. Sollte das Kaufen nicht geklappt haben, könnt ihr folgende Dinge tun. Erstens, ihr könnt einmal gucken, ob ein Update im App Store verfügbar ist. Zweitens, ihr könnt mal euren Cache lernen von dem Spiel Heyday. Dafür geht ihr in die Geräteeinstellung und könnt da mal das lernen. Drittens, ihr könnt das Gerät mal neu starten. Viertens, ihr könnt Heyday deinstallieren und nochmal neu installieren. Das sollten die Problemlösungen sein für den Fehler. Falls ihr eure Farm nicht mit einer Supercell-ID, Facebook oder Google Play-E-Mail verbunden habt, solltet ihr dies auf jeden Fall tun, bevor ihr die Dinge ausführt. Ich habe da auch ein Video in der Videobeschreibung, wie ihr das macht, weil sonst ist eure Farm nicht gespeichert und es könnte sein, dass ihr die Farm sonst verliert. Deswegen geht auf jeden Fall sicher, dass ihr die Farm, wie auch bei mir hier zu sehen, Supercell-ID verbunden, Facebook verbunden, auf jeden Fall verbunden habt. Da seid ihr auf der sicheren Seite. So, solltet ihr den Farmpass gekauft haben, nicht bekommen haben, wie bekommt ihr euer Geld zurück? Das ist ganz einfach. Ihr geht auf Einstellung, Hilfe und Support, geht dann hier runter auf Kontaktiere uns und dann könnt ihr einen neuen Chat anfangen und könnt Supercell schreiben. Was müsst ihr ihnen schreiben? Ihr müsst ihnen schreiben, dass der Kauf nicht geklappt hat. Schreibt direkt eure Belegnummer dabei, Datum, den Betrag und Farm-ID und Farmname, dann hätten die eigentlich alles, das müsst ihr denen mal eben schreiben. Und dann sollte von denen eine Antwort zu euch kommen, entweder hier bei Hilfe und Support oder in Form eines Pakets vors Haus. Nämlich bekommt ihr dann einmal den Farmpass kostenlos und euer Geld bekommt ihr zurück als kleine Entschuldigung. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Falls ihr noch Fragen habt, dann schreibt die gerne in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, wie es bei euch gelaufen hat und ob es was gebracht hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein und ciao! To protect your soul.